mich abgelenkt. Mein Wurf war krass. Das war knapp. Was war knapp? Wenn du das gegessen hättest, wäre ich nicht. Ich höre nicht mehr zu. 5-Sekunden-Regel. Das sind Alien-Eier. Ja. Schwott sagt, wenn du eins isst, wächst und schlüpft es in deinem Bauch. Du hast Wehen. Du bringst gleich das Alien zur Welt. Das ist mega krass. Seht mich nicht an. Charlotte, hol Handtücher. Jasper, leg KDP auf. Wir bekommen ein Alien-Baby. Entschuldige, Kit. Du musst dich allein um die Diebe kümmern. Kein Problem. Ich weiß schon genau, was ich sage. Ich werde direkt auf sie zugehen und sagen, ihr haltet euch wohl für ziemlich... Ja! Ah, das habe ich alles dir zu verdanken! Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Ich hab's eilig. Ja, ich brauche nur 2 Minuten, dann bin ich startklar. Für was? Für Grease on Earth. Zeit für Verbrecherjagd! Nein. Habt ihr nicht irgendwas gegen die Schmerzen? Wir haben's versucht. Deine verdichtete Haut hat jede Nadel verbogen. Hey, ich hab den Gummiwürmer-Cheeseburger, den du wolltest. Oh, danke, mein Schnuckiputz. Nein, das darfst du nicht essen. Nein, wieso? Weil normalerweise bricht das Alien-Baby einfach durch deinen Bauch durch. Aber da du unzerstörbar bist, gibt es nur 2 Wege, wie es aus deinem Körper schlüpfen kann. Ich vermute, es schlüpft durch deinen Mund. Aber, was ist, wenn es nicht durch den Mund kommt? Tja. Ich verschwinde. Nein, Charlotte, bitte geh nicht. Du bist die einzige Normale hier. Ja, darum werde ich auch gehen. Nein, bitte. Ich gebe dir eine Gehaltserhöhung. Ich schenke dir den Mankopter. Ich gebe dir alles, was du willst. Sag mir einfach, was du willst und ich gebe dir. Die Gehaltserhöhung. Geht klar. Ihr haltet euch wohl für ziemlich eingeölt. Was? Ja, was? Ich sagte, ihr haltet euch wohl für ziemlich eingeölt. Wo ist Captain Man? Der Storch bringt sein Kind. Was? Ja, was? Ich sagte, der Storch bringt sein Kind. Es wird ein Alien-Baby. Aber jetzt bringe ich eine Gerechtigkeitsabreibung zu euch. Richtig gehört, mehr Wortspiele. Rolling! Danke, jetzt sind sie bewaffnet. Hol das Ding endlich aus mir raus. Henry könnte in Schwierigkeiten stecken, ich muss los. Oh, ich bin sicher, ihm geht es gut. Mach den Mund auf und sag ah. Ja! Was machst du da? Ich versuche, ihm den Laser aus der Hand zu kicken. Scheint nicht zu funktionieren. Doch, das wird es. Ich helfe dir. Wenn du einen Laser aus einer Hand kicken willst, dann sieht das so aus. Das war echt beeindruckend. Ich weiß. Regnen der Donner! Du verarschst mich doch, oder? Oh, komm schon, Turbat. Lass uns von dir verschwinden. All das wertvolle Fett. Vergiss es. Wir werden einfach Zahnärzte. Ein Babyärmchen guckt schon raus. Es fehlen nur noch 11. Oh, komm schon. Hol's einfach raus aus ihm, Schwanz. Ja, ich will ein Alien-Baby sehen. Es hängt fest. Ich kriege es nicht raus. Zieh einfach fester. Ja. Kommt her und helft mir. Nein. Okay, schön. Ich hab noch eine Idee. Halt deine Lütschis fest. Man spricht es Lütschis. So süß. Es geht mir gut. Chinesisches Essen ist da. Oh ja, ich bin am Verhungern. Ich könnte auch was essen. Oh. Was hat Jasper im Gesicht? Ah, das ist mein Sohn. Oh, ich gratuliere. Es ist deine Tochter. Ah, das ist meine Tochter. Oh, ich gratuliere.